Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute dreht sich alles um die Chalk Inks von Action. Und zwar habe ich sie ja gekauft, um sie mit den Farben von Distress Oxides, also von Ranger, zu vergleichen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Action hat immer mal wieder so eine Chalk Inks, also die mich wirklich sehr an Memento Drops erinnern, zumindest von der Form her. Und ja, das Stempelkissen sieht wirklich sehr stark danach aus, aber die sind wirklich von Deco Time Crafts, also die gibt es im Action. Und das ist jetzt quasi schon die zweite Generation mit anderen Farben. Die erste Generation habe ich tatsächlich nicht mitgenommen, weil die Leute, die jetzt schon länger meinen Kanal verfolgen, ihr wisst ja, ich habe alle Distress Oxide mittlerweile. Also ich schwöre total auf diese Stempelkissen. Ich finde sie ja richtig toll und deswegen wollte ich das gar nicht testen, weil ich mir dachte, ja gut, es gibt wahrscheinlich nichts Besseres. Und dann dachte ich mir, hey, dann machen wir mal einfach mal einen Farbtest bzw. einen Farbvergleich. Zumindest auf weißem Papier. Zum schwarzen Papier sage ich auch noch gleich was. Und das ist dabei rausgekommen. Da habe ich einfach alle Farben, also die in den Sets vorhanden waren. Also ich habe euch ja in einem Haul das mal gezeigt. Das verlinke ich euch hier oben, wenn ihr wissen wollt, in welchem Pack sie kommen und wie teuer sie waren. Zumindest ist es so, dass ich hier auf der linken Seite immer die Chalk Inks quasi ja, aufgetragen habe. Das ist quasi so die Farbübersicht. Und daneben habe ich ähnliche Distress Oxide, sag ich mal, als Vergleich mit den Brushes, also die hier auch im Hintergrund sehen könnt, aufgetragen. Und tatsächlich fand ich es wirklich sehr, sehr erstaunlich, dass es da sogar fast identische Farben gibt. Also da sind wirklich sehr viele Farben mit dabei, die wirklich eins zu eins dem der Distress Oxide entsprechen. Zum Beispiel Cold Cheeks, das ist einmal die 35, ist wirklich meiner Meinung nach identisch mit Worn Lipstick. Also falls es euch auf jeden Fall interessiert, die Farben passen auf jeden Fall richtig gut zusammen. Dann haben wir hier noch Picked Raspberry. Das ist einmal das hier und mit der 34, also mit Oh My Love, das ist wirklich auch eine sehr, sehr ähnliche Farbe. Zum Beispiel hier jetzt bei den Powder Rouge und Firebrick fand ich es jetzt, sieht man jetzt auch in der Kamera, naja, waren jetzt nicht die Farben, da gibt es auch keine, die vergleichsweise so aussieht wie Powder Rouge. Dann haben wir hier noch Seedless Preserve mit Heavenly Hibiscus. Die fand ich sah auch richtig ähnlich aus. Also die hier. Dann gab es noch eine Reihe, also das sind übrigens die Chalk Ink Farben. Dann gab es noch eine Reihe, die nannte sich Neon. Und zwar Neon Purple, Neon Pink, Neon Yellow und Neon Green Metallic. Das sind diese hier. Da habe ich wirklich keine Farbe gefunden, die überhaupt ansatzweise in diesem Farbton sein könnte. Also da sind das quasi einfach mal andere Farben. Die habe ich dann so gesehen in der Distress Oxide Reihe noch nicht. Das fand ich eigentlich auch richtig cool. Das sind einfach diese Farben hier. Also Neon Pink einmal, Neon Purple, Neon Yellow und Neon Green Metallic Ink. Und da merkt ihr schon, Metallic hat zum Beispiel Distress Oxides nicht. Also die haben keinen metallischen Schimmer. Das sieht man, glaube ich, hier bei einigen. Ich weiß nicht, ob man das, ich glaube, Glitzer und so kann man eh nicht mit der Kamera so gut einfangen. Aber ich kann euch ganz klar sagen, dass bei den Metallic Farben auch wirklich so ein leichter Glitzerschimmer zu sehen ist, aber wirklich ganz, ganz leicht. Genau, geht es jetzt einfach mal weiter. Da fand ich das auch wirklich extrem. Also Crackling Campfire und Ginger Spice sehen sich wirklich auch sehr, sehr ähnlich. So, ich packe die mal einfach weiter nach oben. Dann haben wir hier noch Carrot Orange und bei den Distress ist das Carved Pumpkin. Die finde ich identisch. Dann Squeezed Lemonade und den Namen finde ich so süß, Baby Banana. Da
Das ist dann einmal das hier. Und als letztes haben wir hier noch Golden Sunset und Mustard Seed. Finde ich auch, passt total gut. Und hier wieder, das ist wieder eine Metallic-Farbe. Das ist quasi, ja, mit einem leichten Schimmer. So, dann packe ich das mal kurz weg, weil ihr seht schon im Vergleich, ja klar, die sind deutlich größer, enthalten auch viel mehr Stempelfarbe als jetzt zum Beispiel die hier. Also allein von der Größe, aber auch von der Dicke. Auch der Schwamm ist anders, das ist so ein richtiger Schwamm, während das hier so ein Faserstempelkissen ist. Genau, dann haben wir hier noch weitere Farben, die finde ich wirklich auch richtig schön. Arabian Sea mit Cracked Pistachio und Springwalk und Lucky Clover sahen wirklich auch sehr, sehr ähnlich aus. Und zu den beiden, also zu Moist Moss und Ripe Olive, habe ich auch keine Farbe gefunden. Also da ist es so, dass es dann zu den Distress-Oxiden eher, ja, keine Farben gibt. Jetzt sieht es alles wieder hier ein bisschen wie Kauderwelsch aus. Einen Moment. Dann haben wir hier einmal Grey Tile und Evergreen Brow. Also ja, ich finde, das geht schon in die gleiche Richtung, aber ist jetzt nicht hundertprozentig. Das war jetzt aber die ähnlichste Farbe, die ich gefunden hatte. Und dann Pearl Grey und Pumice Stone. Das sind die beiden, also die sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Pumice Stone ist ein bisschen heller, würde ich sagen. Ansonsten haben wir auch noch andere Farben, und zwar hier in Richtung Blau gibt es Sweet Silk und Salty Ocean. Sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Und Faded Jeans und Noble Blue, finde ich, geht auch in die ähnliche Richtung. Also das ist jetzt auch nicht hundertprozentig, aber geht auch schon in den ähnlichen Farbton. Und bei Lila würde ich sagen, ist es eine Mischung aus beidem. Also Wild-Hilled Violet, das habe ich jetzt gerade nicht hier mitgenommen, ist eine Mischung aus Thistle, Flower und Ripe Grape. Also die beiden, sage ich mal, ergeben die Stempelfarbe. So, wie ihr sehen könnt, das hat alles sehr gut auf weißem Papier funktioniert. Da muss ich aber trotzdem nochmal sagen, dass die Distress-Oxide theoretisch, also ich habe mit Absicht, sage ich mal, nicht so viel Farbe genommen, noch dunkler werden können. Also hier habe ich, das war mein erster Versuch, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Da habe ich wirklich ganz viel Farbe genommen, weil ich dachte, ach, da habe ich auch so viel Farbe genommen, wie es nur ging. Und dann habe ich als Vergleich auch nochmal Seedless Preserve genommen, und wie ihr seht, das ist einfach sehr dunkel geworden. Wo ihr aber dann hier am Rand sehen könnt, dass die Farben doch hinhauen. Aber hier in der Mitte ist es wirklich sehr, sehr dunkel geworden. Und das, finde ich, ist ein entscheidender Unterschied zwischen denen. Und zwar, klar kann das natürlich damit zusammenhängen, dass hier generell weniger Farbe drin ist, aber da sind diese Stempelkissen deutlich deckender. Vielleicht kann es daran liegen, dass, sage ich mal, der Kreideanteil ein bisschen anders ist. Das ist aber jetzt auch nur eine Vermutung von mir. Trotzdem muss ich sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden oder sehr erstaunt, wie farbintensiv das Ganze ist. Und ich finde, als Einsteiger und vor allem für den Preis kann man ruhig da diese Stempelkissen ausprobieren. Also wirklich, ich bin wirklich sehr erstaunt, wenn man dann anfangen möchte, mit den Brushes hier einfach mal so das mal auszuprobieren, wie die Technik Blending funktioniert. Und die kann ich euch definitiv auch ans Herz legen. Also ich nehme total gerne diese Make-up-Pinsel anstatt den Schwämmchen, weil die Schwämmchen gehen wirklich relativ schnell kaputt, wenn man das jetzt in Kombination mit Schablonen nimmt. Also sie können sehr schnell kaputt gehen, weil im Endeffekt ist es ja auch Verbrauchsmaterial, und ich finde, die sind hier deutlich langlebiger. Und ich habe das, sage ich mal, so in Farbgruppen unterteilt, dass ich hier hinten nochmal das markiert habe, mit welcher Farbe ich genau das, sage ich mal, wische. Also hier zum Beispiel lila und hier aber hellgrün. Dann haben wir hier einfach noch rosa. Und hier habe ich einfach einen großen, da sage ich mal, ja, ich mag die großen Dinger nicht so sehr. Ich finde, das hier ist auf jeden Fall die richtige Größe. Die kann ich euch gerne auch nochmal in der Infobox verlinken, denn die bekommt man so im Action nicht. Im Action gibt es welche, die sind türkisfarben, also haben ab und zu welche, aber die kann ich euch wirklich gar nicht empfehlen.
die zerkratzen euch im Endeffekt das Papier. Die sind deutlich weicher und machen, sage ich mal, ihren Job gut. Dann noch so zum Thema Schwarz. Da punkten die Distress-Oxide deutlich. Da habe ich jetzt kein Beispiel, denn ich habe das schon in anderen Videos gesehen. Da wurde gezeigt, dass das wirklich im Vergleich nicht so deckend ist. Also hier mit jeder Farbe könnt ihr da, sage ich mal, Schwarz decken. Und deswegen vermute ich auch, dass hier der Kreideanteil deutlich höher ist, während das dann bei den anderen der Kreideanteil deutlich geringer ist. Das ist dann vermutlich auch der Grund, warum diese hier von Action auf schwarzem Papier semi funktionieren. Also einige Farben mehr, andere Farben weniger. Aber die Distress-Oxide sind auf jeden Fall zuverlässig. Also die funktionieren auf jedem schwarzen Hintergrund und jede Farbe funktioniert da auch. Vielleicht könnte euch interessieren, dass ich habe das jetzt schon wirklich sehr oft gezeigt, aber ich mache mir wirklich für jede Farbe immer einen Farbfächer. Das ist jetzt der Farbfächer für die Distress Oxides und dadurch konnte ich auch sehr einfach oder relativ schnell feststellen, welche Farben jetzt dem der Actionfarben ähnelt. Wenn ihr also mit Farben, sage ich mal, neu anfangt oder eben generell Anfänger seid und nicht wisst, oh, passt jetzt diese Farbe mit jener Farbe zusammen, dann macht euch einfach so einen Farbfächer. Ihr könnt da wirklich jede beliebige Tag-Stanze nehmen, stanzt das aus, klebt hier unten das entweder mit Cut-Papier oder eben mit den Memo-Pads ab, wischt das, sage ich mal, so rüber, beschriftet das und dann habt ihr einfach einen richtig schönen Farbfächer, könnt das, wie gesagt, an jedes Projekt ranhalten und dann entscheiden, ob das dann irgendwie zusammenpasst. So, meine Lieben, das war jetzt so eine kurze Rezension zu den Distress-Oxiden bzw. zu den Chalk-Inks im Vergleich. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen und hoffe wirklich sehr, dass ihr da auch, sag ich mal, die Stempelkissen bekommt. Das ist mal wieder das typische Problem, dass man nicht weiß, in welchen Action ist es jetzt vorrätig. Das ist jetzt aber schon wirklich ein Weilchen her. Kann sein, dass die wirklich jetzt schon in jedem Action vergriffen sind. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Entweder, dass ihr, also ich nehme wirklich sehr stark an, dass noch eine dritte Generation, eine vierte und so weiter kommen wird, weil die verkaufen sich wie warme Semmeln. Da würde ich das nicht verstehen, wenn das Deco Time Crafts oder Action, sage ich mal, nicht mehr machen würde. Deswegen, ich drücke euch für zukünftige Stempelkissen die Däumchen. Und wenn ihr irgendwie das Video hilfreich fandet, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen und hören uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.